Drück meine Knöpfe. Guten Morgen, Linus. Ach. Oh Mann. Ja. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen. Echt wen? Den Linus. Oh. Den aus dem Peanuts. Mit der Schmusedecke. Ach. So. Du hier. Ja. Mensch. Olle Socke. Das hat mich schon lange keiner mehr genannt. Was geht ab? Jo, nee. Ich weiß nicht, ob das abgenähen kann, aber mir fallen immer mehr die Haare aus. Tja, nun. So, wir haben uns heute hier versammelt auf Wunsch, auf Drohung einer besonderen Person, wahrscheinlich der einzigen Person, die das hier heute hören tun wird. Und ich esse jetzt einfach mal, weil ich das hier die ganze Zeit liegen habe, ein Stück Lindt Excellence 100% Kakao. Es schmeckt nicht wie Schokolade, es schmeckt mehr wie Aschenbecher, aber es muss halt auch gegessen werden. Während der Flo seine Aschenbecher-Schokolade isst, werde ich diesen Aschenbecher essen, 100% Marlboro, der allerdings nach Schokolade schmeckt. Zum Wohl. Prost. Schleimig und vitaminreich. Wie du selbst. Ach, es ist so furchtbar, als wärst du nie weg gewesen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich wieder da bin. Bestimmt die Sehnsucht. Nee. Das glaube ich jetzt weniger. Hast du denn was erlebt in der Zeit seit unserer letzten Folge? Also bestimmt einiges. Corona zum Beispiel. Ich bin reich und erfolgreich geworden. Ich weiß. Wir sollten das Geheimnis verraten. Deswegen hast du mich ja damals auch verlassen. Genau. Zum Glück bist du jetzt wieder pleite. Und entstellt. Endlich wieder Chancen. Upsala. Hallöchen, Fischbrötchen. Bist du implodiert? Oh. Windows-Sicherheit, Viren und Bedrohungsschutz. Nein, brauche ich nicht. Nein, hab ich selber. Genau. Ich ziehe einfach dieses Gummiverhüterli über das Mikro drüber. Dann klingst du auch besser. Nicht, dass das hier von Bedeutung wäre. Ja. Ich fand das klang vorher auch schon gut. Zieh mal das Verhüterli über den Kopf. Wo ist das Wasser? Ja, jetzt musst du unten noch fester zumachen. Hi. Was ein Erlebnis. Ich habe in den Abgrund geschaut. Ja. Und das war schön. So Abgründe sind immer schön. Ja, ansonsten, ich habe meine erste Chili geerntet. Meine hängen noch alle dran. Und sind schwarz, also zumindest die am einen Stock. Weil sie schwarz sein sollen, oder? Ich weiß nicht, was für welches waren, aber sie sind schwarz und ganz fest und ganz normal. Also ich denke, dass sie es sein sollen. Okay. Apropos schwarz und fest, was machen wir heute? Ach, ich dachte, das ist jetzt eine Lüge, ich habe eigentlich nicht gedacht. Ich schicke dir mal einen Link. Wir machen etwas Visuelles, weil das hier ja ein Audioformat ist. Habe ich dir... Ich schicke dir hier Teamspeak.
gerne. Ich habe dir einen Comicstrip mitgebracht. Und zwar kennst du ja wahrscheinlich diese orangene Cartoon-Katze, die in den 80ern mal eine Zeichentrickserie hatte. Ja. Johnny Bravo. Genau. Heathcliff. Es ist so eine Art Garfield-Abklatsch. Und mir ist aufgefallen, wie unfassbar bizarr der zum Teil ist. Und deswegen dachte ich, ich habe dir jetzt also den Link geschickt zu dem heutigen aktuellen. Und da ist unten drunter so ein Knöpfchen Random. Und da drücken wir jetzt abwechselnd drauf und erklären uns die Witze. Okay. Wer fängt an? Ich kann mal gucken, was mir Random rausschmeißt. Den 19. August 2016. Es ist ein Mauseloch, über dem ein Schild hängt, MausCon. Vorne dran stehen zwei Mäuse, die aussehen, als wären sie sturzbesoffen, weil sie so rot schraffierte Nasen haben. Die eine in einem Wonder Woman-Kostüm und die andere in einem Star Trek-Kostüm. Weiter vorne gehen zwei Mäuse, einer als Captain America und einer als Gandalf. Und die Katze Heathcliff sitzt daneben mit einem Darth Vader-Helm. Und die Maus beschwert sich, same Kostüm every year. Ich verstehe. Sehr lustig, oder? Und das ist schon ziemlich gut, ja. Ja. So. Wenn ich auf Random drücke, komme ich 11. Mai 2015. Man sieht ein Mauseloch in der Wand und drüber hängt ein Banner MausCon. Davor laufen zwei Mäuse mit Jedi-Jacken und so einem Laserschwert. Und sie sehen ein bisschen betrunken aus wegen der rot schraffierten Nasen. Und ganz im Vordergrund steht ein Maus-Gandalf und ein Salzstreuer. Ich weiß nicht, was es sein soll. Die Katze schaut um die Ecke und beobachtet das und eine Maus mit rot schraffierter Nase und einer Star Trek-Uniform guckt die Maus an und sagt, beam me up, Scotty. Ah, kannst du mir den erklären? Ich glaube, die Maus will damit sagen, dass die Katze dank ihrer 7 Leben so alt ist, dass sie noch Star Trek früher gesehen hat, als es noch Scotty gab, der immer alle hochbeamen musste. Also heute vor 55 Jahren. Das ist schon ganz schön lang, sogar für eine Maus. Ja. Ach. Drücke ich nochmal auf Random. Drück nochmal das Knöpfchen. Wenn jetzt auch wieder MausCon kommt, dann... die Katze ist in einem katzenförmigen U-Boot, hat eine Mütze und auf und ein Bart an. Und am Ufer stehen zwei Leute und der eine sagt, die meisten Katzen mögen das Wasser nicht. Okay, das ist schon ein bisschen lustig. Vor allem das Aussehen dieser das U-Boot hat Augen und eine Nase und Katzenohren. Achso, und das ist vom 24. Juni 2015. Ich drücke auch nochmal. Okay, das ist schwierig. Also es ist Nacht. Ein Gehweg und ein Vorgarten sind zu sehen. Auf dem Vorgarten ist eine umgekippte Mülltonne, auf der ein Waschbär steht und zusammen mit eben jener Katze ziemlich verwirrt zwei Affen hinterher guckt, die Mülltonnen klauen und
die Straße entlang hüpfen. Und die Bildunterschrift ist The Garbage Apes Sidekick Trash Chimp. Ah. Ja. Ich sag mal so, der humoristische Level ist nicht viel anders als bei Garfield auch. Garfield ist ein bisschen eingängiger, ist ein bisschen leichter zu verstehen. Das hier ist ein bisschen mehr so bizarr. Ich hab studiert Humor. Ah, du hast den Garbage Chimp studiert? Mhm. Das Ganze ist übrigens vom 1. Oktober 2013. Ah ja, gut, das erklärt einiges. Ja. Garbage Chimp Day. Ja. Ich drück noch mal drauf. Oh, du Narr. Oh ja. 29. März 2019. Es ist eine Straße in einer mondhellen Nacht. Fünf gefüllte und überlaufende Mülltonnen sind übereinander gestapelt. Und ganz oben sitzt Heathcliff mit einer weißen Katze. Und sie schauen den Mond an. Und zwei, ich vermute, Müllmänner, was immer die nachts auf der Straße machen, stehen nebendran. Jeder hat auch noch einen Mülleimer in der Hand. Und der eine sagt zu dem anderen, The stench of love is in the air. Du hast recht, das ist anspruchsvoll. Dieser Liebesgestank. Das fehlt irgendwie noch so die zweite Zeile drunter. Ja. Das ist ein bisschen wie diese Fips-Asmussen-Witze, weißt du, wo du glaubst, die Punchline fehlt noch, aber trotzdem soll es schon witzig gewesen sein. Ja, wenn hier jetzt noch der zweite sowas sagen würde, wie, ja, meine Ehe riecht genauso oder irgend sowas. Aber genau das, ja. Ach. Erst noch ein Stück Aschenbecher. Ich drück das Knöpfchen. Okay. Nein, ich drück das Knöpfchen nochmal. Warum? Weil das ein Comicstrip mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bildern ist. Ja, das sind Sonntagsstrips, die lassen wir. Ach, Sonntagsstrips. Mhm. Ach. Eine Straße bei Tag. Vorgarten, Haus, Fenster. Vor dem Haus läuft die Katze vorbei mit einer viel zu großen blauen Latzhose an. Und in dem Fenster sieht man einen sehr alten Mann in bunten Boxershorts, der probiert, in eine sehr kleine blaue Hose einzusteigen. Und die Bildunterschrift ist He grabbed the wrong pants again. Also grabbed, nicht crapped. Weiß man das nicht so. Ich wollte gerade sagen, es ist eine Katze, man weiß nie, aber du hast völlig recht, das hätte natürlich auch das lustige Schließmuskelroulette sein können. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt. Das ist richtig. Bei Doppel-Null gewinnt die Bank. Die arme Bank, wenn sie verliert. Das letzte Mal hat sie geschrien, ihr habt mich beschissen. Rando. Oh, ich bin sogar in die Schwarz-Weiß-Gefilde gerutscht. 7. Juli 2010. Ein Vorgarten. Ein Limonadenstand. Die Katze sitzt an diesem Limonadenstand, hat einen Zitronenhut auf, einen riesengroßen. Mhm. Hinten dran steht dieser alte Mann und ein kleiner Junge. Und der kleine Junge sagt, the hat isn't helping. Okay. Tja. Das lässt zumindest Interpretationsspielraum offen. Auch hier könnte wieder so ein zweiter Satz nicht schaden. Richtig.
Have you looked at his head? Ha. Huh. Ich habe auch nochmal gedrückt. 8. Januar 2010, schwarz-weiß. Vor einem Burgerladen namens Trash Burger. Ich erkenne da übrigens inzwischen ein Muster. Ich glaube, der Zeichner mag Müll. Vor diesem Trash Burger ist ein riesiger Haufen Müll und eine vollgefressene, schlafende Katze liegt auf diesem Müllhaufen. Und die zwei Angestellten von Trash Burger stehen fassungslos davor und gucken sich das an und sagen, he's good for business. Okay. Okay. Ja. Ich meine, vielleicht sind wir auch einfach zu doof, das zu verstehen. Also ich. Aber. Wenn, dann wir beide. Gut, das muss man natürlich in der Zeit sehen, in der das entstanden ist. Genau, immer den historischen Kontext mit betrachten. Genau. Aber dann verstehe ich es auch nicht. Was war denn 2010 so? Außer, dass die Rolling Stones auf Tour waren. 2010. Ich guck mal in Wikipedia. Vielleicht erkennen wir ja irgendwie Gammelfleischskandal oder... So. Erdbeben in Haiti. Deepwater Horizon. Okay. Love Parade. Lena. Also nur Katastrophen. Puh. Schauen wir mal, was es da noch gab. Lena im Sinne von die Sängerin oder das Lied von Pur? Die Sängerin. Schade. Ich war gerade dabei, in meinem Kopf die beiden Lieder zu verbinden. So, wenn ich am Boden liege, verrätst du mir, dass ich noch fliege, like a satellite. Hätte ja klappen können. Ich hätte es entschieden besser gefunden, wenn du es einfach in deinem Kopf zusammengefügt und da gelassen hättest. Vergiss es. So, was haben wir denn hier? Kultur und Gesellschaft 2010. Oscar-Verleihung, nein. Hessentag, nein. Oscar aus der Mülltonne? Das würde zumindest das Comic-Ding sie erklären. Ja. Oh, es war das heilige kompostelianische Jahr. Das erklärt natürlich einiges. Das ist Kompost? Kompost ja. Erklärt hier sehr viel, aber hallo. Ja, dann wissen wir es jetzt endlich. Es war irgendwas mit Christentum und Mülltrennung. Recycling statt Reliquien? Geschichte. Gnadenpforte. Gnadenpforte? Nein, Gnaden. Ach so, ich war doch bei Kirche, Entschuldigung. Ja, das gehört dazu. Oh. Ah. Es gab auch mal außerordentlich heilige Jahre. Aber das war nur ein normal heiliges Jahr. Okay. Okay. Ich drücke lieber nochmal auf Random. Tu es nicht. Ist auch ein Sonntagstrip. Den will ich nicht. 5. Juni 2004. Wir befinden uns im Mid-City Gym. Die Katze steht vor einem Spiegel, hat irgendwas um und hebt Gewichte. Und nebendran steht ein Personal Trainer, der sehr dünne Beine und einen sehr breiten Oberkörper hat und sagt, with a little work, you won't need a relaxed fit weightlifting belt.
Ich glaube, es ist einfach Werbung. Also ich habe auch noch einen, den ich, und den verstehe ich nicht. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Ah, bestimmt. Ah, nein, doch nicht. Also, Vorgarten, Straße, Bürgersteig und im Hintergrund das Haus mit dem großen Fenster, wo sich eben noch der Mann umgezogen hat, der Alte. Mhm. Jetzt aber bei Nacht. Auf der Straße patrouillieren zwei Polizisten und ein dritter Mann ohne Polizeiabzeichen, aber mit einem Hut und einer schwarzen Sonnenbrille. Also entweder so ein... Also entweder Geheimdienst oder ein Perverser. Oder ein Blinder, weil er führt drei Hunde, die schnüffeln. Weil ich dachte erst, ja gut, Polizeihunde, aber andererseits hat der Hundeführer hat keinen Polizeiding, sie. Schnüffeln sie so die Straße entlang, im Hintergrund ein Polizeihubschrauber mit so Scheinwerfern, der alles absuchen. Und im Fenster sind sechs Katzen zu sehen mit drei Tagebärten, Sonnenbrille, einer Augenklappe, einer Schiebermütze, einem so einem sträflingsgestreiften Käppchen auf. Und die Bildunterschrift lautet: His relatives are in town. Aha. Mir kam kurz der Gedanke, okay, vielleicht suchen die einfach die geflohenen Sträflinge, also die Katzen, die alle so ein bisschen verdächtig im Fenster sitzen. Ja, und das sind die Verwandten von Heathcliff. Ja. Ja. Vermutlich. Ja, dann habe ich es ja doch verstanden. Dann war es einfach nicht witzig. Ja. Komisch. Also eigentlich nicht. Ach, guck mal, es gibt auch Garfield auf der Seite. Ja, oh, die haben unheimlich viel. Garfield kannst du komplett lesen vom ersten an. Auch Calvin und Hobbes und sowas komplett dabei. Aha. Okay, ich habe auch noch einen hier. Dann können wir mal durchgucken vielleicht. vom 22. März 2007. Wir befinden uns im Wohnzimmer. Die Katze sitzt in der Ecke und der Opa steht auf dem Katzenklo, das gefüllt ist mit Sand. Ein Golfball liegt drin und er hat den Golfschläger und holt aus und hinten dran steht scheinbar die Oma und noch eine Frau und sie beschwert sich: It's not for him, he's an outdoor cat. Okay. Ja. Okay. Den Strip gibt es schon seit 1973. Und wenn das stimmt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das würde den Humor erklären. Ja, aber wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist Garfield, ja, Garfield ist erst 1978 gestartet. Also quasi nur ein ganz billiges Rip-Off. Ja. In besser. So. Sag mal einen Buchstaben. V. Gut, dann gucken wir mal bei V, den Comicstrips mit V. Das meiste sind da irgendwelche politischen Comicstrips. Okay. Oh ja, und es gibt einen... Ich kenne ihn auch nur. Okay, klick mal auf Vivi and Wagner. Okay. Also V-I-I-V-I mhm. und Wagner. Weil dieser Hakenkreuz-Schaukelstuhl, der da am heutigen Tag zu
Was zur Hölle? Also, soweit ich weiß, geht es in diesem Comic-Strip um eine sexuelle Beziehung zwischen einer Frau und einem Schwein. Aber das ist hier nochmal. Okay. Also, ich lese mal hier vor. I made a rocking chair in my handicraft course, sagt das Schwein. Also ich habe einen Schaukelstuhl in meinem Handwerkskurs gemacht. Eben jeden Hakenkreuz. Genau, und die Frau fragt, warum ist der mit Hakenkreuzen dekoriert? Ich gebe ihn zu deiner Tante, sie ist ein Nazi. Nein, ist sie nicht. Naja, sie nimmt sich einer. Ach. Also Humor ist echt schon... ich gefällt weiß doch auch mir. Nicht. Ja. Ich klicke auch hier mal auf Random. Ah. Ich habe hier einen. Da sind die beiden draußen unterwegs und sie sagt, ach, er ist ein richtiges Naturkind. Und er bückt sich gerade und sagt, oh, ein Regenwurm. Und sie sagt, manchmal bewundere ich ihn. Er saugt ihn ein wie ein Spaghetti und sagt, lecker. Und sie denkt, aber man kann sich ja selbst nicht trainieren, so zu sein. Und er bückt sich, oh, ein Blueberry. Ach nein, das ist Taubendreck. Ja. Okay. Oh, und darunter gibt es Werbung für ein Buch, dieses Strips, eine Sammlung. Aha. Mit dem Titel Wow, a Pig in My Bed. Ach. Ich habe auch noch einen. Aber ich habe auch mal auf diesen Random geklickt. Mhm. Erstes Bild. Sieht man etwas, was aussieht wie ein Auge in sehr, sehr nah. Wie? Zweites Bild. Etwas, das aussieht wie ein Auge mit zwei Pupillen. Do we have any cake? Wie? Und dann sieht man, dass sie eigentlich im Bett liegt und schläft. Und sagt, was, ich schlafe, oh Gott, deine Schnauze ist total nass und haarig. Und erst dann wurde mir klar, dass es kein Auge war, sondern die Schnauze. Ach. Ich habe einen, da stehen die beiden vor einem Skinhead. Okay. Der seine Muskeln spielen lässt und sagt, ich habe das Bild meiner Freundin auf meinem Bizeps tätowiert. Und auf dem zweiten Bild versucht das Schwein, seinen Bizeps anzuspannen. Und das ist halt nur ein ganz dünnes Ärmchen. Und dann guckt er Vivi an und sagt, du musst abnehmen. Das ist echt Dings. Vivi sagt zum Schwein, warum kochst du nicht zur Abwechslung mal? Und das Schwein so, naja, wenn du drauf bestehst und geht in die Küche und am Kühlschrank fällt ihm auf, die Kartoffeln sind total alt und die keimen schon total. Ein paar Minuten später guckt sie in die Küche rein und sagt, ist das Essen schon fertig? Und das Schweinchen verzweifelt etwas und sagt, ah, die blöde Kartoffel passt einfach nicht in den Topf. Und dann siehst du, wie die Kartoffel so alle ihre Sprossen von sich streckt und verhindert, dass es wie so ein Hummer in den Topf gesteckt wird. Ja, das hatte ich auch mal. Keimlinge? Du hast mal gekeimt? Ich keime immer noch. Ich bin zwar alt, aber nicht tot. Ach so, du riechst aber so. Ja. Das ist halt die Ecken, die im Wasser gestanden haben. Ah. Ach. Mal gucken, was es noch gibt. Das Schwein sagt zu ihr, mach deinen Mund auf und schließ die Augen.
Nein. Sie macht es und denkt, Moment mal, bin ich denn komplett verrückt? Und hört wieder auf und sieht noch, wie er einen Käferbier auf den Mund hält. Ich glaube, den werde ich bei der Sammlung hinzufügen. Der steht hier auf der Liste. Okay, V war nicht der schlechteste Buchstabe. Ja. Willst du noch einen wählen? Oder? Was wäre die Alternative? Wir könnten Tarzan auf Spanisch lesen. Ai, ai, ai. Ich kann aber gar kein Spanisch. Ich auch nicht. Obwohl ich teilweise viel mit Spanien zu tun habe. Ach, 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 ach. Das ist einer meiner Favoriten. Ich habe zum Beispiel hier ist bei Pearls Before Swine auf Random geklickt. Die Ratte sagt zur Ziege: Hey Ziege, ich habe eine ich denke an dich Karte gemacht. Oh, das ist aber lieb von dir. Dann liest er die Karte, da steht: Thinking of you makes me sad. Okay, das ist wirklich gut. Das mit dem Pearls Before Swine. Die sind echt gut. Mhm. Sätze, Lesezeichen. Ich kann dir auch ein paar andere Tipps geben, da sind ein paar gute dabei. Bei deinen Tipps oder bei deinen Comics? Bei den Comics. Okay. Bei meinen Tipps nicht. Ach, ach. Oh, ein ganz frühes vom 24. Januar 2002. Da sagt die Ratte zum Schwein: Wo warst du? Das Schwein sagt: Ich habe freiwillig ein paar Ballontiere für die Kinder gemacht. Ah, mit diesen langen, biegsamen Ballons, aus denen man möglichst alles machen kann. Und das Schwein denkt: Lange, biegsame Ballons? Und dann sieht man das Schwein an, wer der arbeitet, sagt: Guck mal, Kinder, wieder ein Kugelfisch. Ein Schwan und ein Hund unterhalten sich und der Schwan sagt: Ich glaube, ich muss meine Frau verlassen. Und der Hund sagt: Was, das kannst du nicht machen, du bist ein Schwan und Schwanbeziehungen dauern ein ganzes Leben. Was, das ist doch lächerlich, sagt der Schwan. Du hast doch jede Nacht einen neuen Partner. Ja, ich bin ja auch ein Hund, wir können das machen. Schnitt, Abendessen bei Familie Schwan. Frau Schwan fragt: Gibt es einen besonderen Grund, warum du die ganze Zeit bellst? Ja, das ist so der Humor der Tage. Ich habe übrigens dieses Jahr wieder Eichhörnchen. Eingefroren oder draußen? Sie wobbeln draußen drum. Okay. Ich habe jetzt drei kleine auf einmal gesehen, also bin ich mir sicher, dass es drei kleine sind. Hm. Aber sonst gibt es nichts Neues.
Was gibt es denn bei mir Neues? Du machst Musik. Ja. Ich bin in meiner eigenen Warteschleife gefangen. Wir sind echt außer Übung. Wobei, nee. Du machst Musik? Mein Telefon klingelt. Ich warte. Okay. Und ihr, liebe Hörerinnen, wartet auch. Na, was geht ab? Das trifft dich gut. Wir sind gerade am Podcast aufnehmen. Du bist live dabei. Hallo, live. Ich rufe dich an, wenn wir fertig sind. Wird gemacht. Ciao. Grüße zurück. Woher wusste sie, dass du mit mir podcastest? Egal. Schöne Grüße. Nein, wenn sie wusste, dass ich es bin, dann hätte sie keine Grüße gesagt. Ach. Ach. Schaf und Maus stehen am Brunnen des Hauses und Schaf ist sehr traurig und sagt, oh, ich vermisse meine kleine Wachente. Die Maus sagt, oh, was macht denn hier das kleine Ding? Und das Schaf sagt, ja, hat jetzt eine Freundin. Er und Mora verlassen überhaupt nicht mehr die Wohnung. Die verbringen einfach jede Minute zusammen. Und die Maus fragt sich halt, was macht denn ein Kerl wie der den ganzen Tag mit einer Freundin? Schnitt. Im Haus der Entlein spielen die beiden Enten Risiko mit Soldatenhelmen auf. Und die eine Ente sagt, Kamtschatka ist mein. Ich mag das. Die Ziege und ein Gürteltier gehen in eine Bar. Stehen an einer Mauer. Okay. Und das Gürteltier hat ein Buch und die Ziege fragt, ey Armando Amadillo, was liest du? Ein ganz bekanntes Gürteltierbuch, die Autobiografie von Alfie Amadillo. Oh, das klingt großartig, lies dir mal was vor. Ich bin Alfie Amadillo. Stille. Das war's, oder? Ja, die Autobiografien von Roadkill sind nie sehr toll. Ach. Schwein und Ratte sitzen am Tresen und das Schwein sagt, ich verstehe es einfach nicht, Frauen scheinen mich nie zu mögen. Und die Ratte sagt, das ist, weil Frauen taffe Kerle mögen, die die Regeln brechen und die Risiken eingehen. Da springt das Schwein auf den Tresen und wedelt mit seinem Handy und schreit, Ladies, das ist mein iPhone, es hat keine Schutzhülle. Die Ratte sagt, versuch's nochmal. Und das Schwein sagt, ich habe das Handy fallen lassen. Gefällt mir. Ach. Und das hier ist eigentlich was für dich und auch irgendwie für mich. Die Ziege gibt eine Party und die Ratte ist eingeladen und Ziege begrüßt die Ratte so, hey, komm rein, Party ist schon voll dran und so. Die ganzen Gäste sind im Wohnzimmer, Essen und Trinken gibt's in der Küche. Die Ratte geht an der Ziege vorbei, kommt wieder mit einem Sixpack Bier und eine Platte voller Burger und Fleischbällchen und Pommes.
verlässt die Party und setzt sich draußen auf eine Wiese und sagt: Soziale Events sind viel besser ohne diesen Sozialteil. Ja. Gefällt mir. Ich habe hier einen, der funktioniert nur in Englisch. Mhm. Also Ratte und Schwein haben ein Bild von einem Elefanten aufgehängt. Das Schwein fragt: What are you doing, Rat? Just hung this painting of an elephant. Took a while to get it centered and leveled. How do you think I did? Das Schwein sagt: It's well hung. Und im dritten Bild steht der Comic-Strip-Sensor neben dran. I think you know why I'm here. Und die Ratte sagt: Because it's not straight. Und das Schwein sagt: Is it the elephant in the room? Der ist gut. Ach, ach, ach. Oh, hier ist auch einer für uns. Das Schwein schreibt einen Brief oder was auch immer. Ist auch ganz beschmiert. Today I will be the best me I can be. You may ask why. Because I like to set the bar very low. Ach, ach, ach. Ach, ach. Schwein und Ratte sitzen auf dem Bordstein. Ratte sagt sowas wie: Ist es nicht faszinierend, dass diese ganzen Bürogebäude, obwohl sie ja alle so nach pragmatischen Grundsätzen gebaut sind, einfach kein 13. Stockwerk haben? Das Schwein sagt: Warum haben die denn eigentlich kein 13. Stockwerk? Ja, verdächtig, oder nicht? Das Schwein sagt: Ja, aber was noch viel verdächtiger ist, wie schaffen die es, den 13. Stock rauszuziehen, ohne dass der ganze Rest runterfällt vom Gebäude? Die Ratte verdeckt sich die Augen und sagt: Vielleicht behalte ich meine Gedanken einfach bei mir. Und das Schwein fängt an, in der Nase zu bohren und sagt: Das ist wirklich ein richtig großes Jenga-Spiel. Mir gefällt das. Schweine im Weltraum. Also die Figuren heißen übrigens tatsächlich Pig und Red. Okay. Ach, komm, einen suche ich noch. Echt? Na gut, dann nicht. Dann sitzen wir die letzten 5 Minuten einfach hier und schweigen uns an. Okay, einen habe ich noch gefunden, der gut ist. Die Ratte trifft ihren Nachbarn. Hey, Neighbor Bob. Saw you said something bad about me on Twitter. I will mute you. Und der Nachbar sagt: I will block you. And I will report you. And I will torch you with this flamethrower. Dann kommt die Maus total verkokelt rein und das Schwein sagt: Well, that escalated quickly. Ach, ach, ach. Ich bin sehr amüsiert. Was ist denn schon wieder hier los? Was will denn mein Twitter von mir? Dein Twitter auch? Mein Twitter wollte auch. Bom, 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 bom. Bom, 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 das ging bei mir um Stempelkissen, bom, bom, weil ich habe mich heute in einem Stempelkissen abgestützt mit dem Arm.
Aha. Und es war nicht das Schlimmste heute. Ach, ach, ach. Du solltest eigentlich Fingerabdrücke geben, aber warst du mit dem Arm abgestürzt? Ja, nein, vielleicht. Ich kreuze ja an. Oh je. Ich habe hier auch noch einen letzten jetzt. Also Schwein und Ziege sitzen am Tisch und Schwein sagt, my neighbor, Mr. Death, started a shoe repair business. It's pretty convenient. He picks up the worn out shoes right from the customer's home. How's that going? Not so well. Why not? Und dann sieht man ihn, vor ihm steht ein Mann vor der Haustür und er steht da mit Sense und Kutte und sagt, I come for your soul. Also S-O-L-E. Oh nein. Wie gut. Ach, ach, ach. Ratte und der Nachbar stehen sich am Zaun gegenüber. Sie scheinen einen Streit zu haben. This is your last chance, Floyd. Either eliminate your weapon of mass destruction or else. Or else what? I will destroy you with my weapon of mass destruction. Dann starren sie sich an und die Ratte sagt, did I mention that God is on my side? Knügen, 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 knügen. So. Haben wir noch was zu erzählen? Weil der nächste Podcast ist erst wieder in einem Jahr oder so. Na, ich dachte, wir machen heute hier geiles Double-Feature. Psst. Nicht? Science-Fiction Double-Feature-Picture-Show? Wo kommt denn das her? Rückgehorcher Picture Show. Ah, okay. Das gibt Sinn. Ja. Apropos Horror Picture Show. Ich muss meinen Ausweis verlängern lassen. Oh Gott. Das Picture allein wird schon Horror. Ja, eben. Ich bin ja schon hässlich, wenn ich grinse. Warte mal ab, wie das auf den biometrischen Bildern aussieht. Tja. Wenn es so aussieht wie auf meinem, dann... Oi, 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 oi. Ach, ach, ach. Ach, ach. Taban. Ach, ach, Taban. Ach, ach, Taban. Wie grün sind deine Gleise. Du entgleist nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn alles schreit. Nur nicht oh, Achterbahn, oh, Achterbahn, ich hab gar keinen Bügel an. Bügeln.